Ja, hallo ihr Lieben und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem Spiel namens Claire. Gerade als ich es geöffnet habe, hat es mich direkt irgendwie an Too Dark erinnert. Vielleicht habt ihr das ja gesehen im Stream oder hier auf dem Kanal. Dieser so ein bisschen pixelated Style, aber sehr dunkel und düster. Darum freue ich mich schon sehr darauf, dass wir uns das jetzt mal anschauen. Ich würde mich natürlich gerne auf die Story konzentrieren. Deshalb glaube ich, machen wir lieber Story. Anstatt Hard und Nightmare. Naja. Wollen wir mal gucken. Ich bin ja in der Art von Spielen ja nicht unbedingt gut, ne? Aber bei Too Dark ja gesehen. Obwohl es ging. Es war besser als erwartet. Wow. Ist ja süß. Es ist so laut. Schnell, ich brauche deine Hilfe. Der lilane Freundschaftsbär. Ich helfe dir, Claire. Es ist so laut. Okay, wir können ein magisches Portal zum Gummipalast öffnen. Was? Blue Harmony Bären, das hört sich an wie die Gummibärenbande, um ehrlich zu sein. Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr Harmonie. Okay. Es hat funktioniert. Gummipalast, wir sind auf dem Weg. Wo zur Hölle geht ihr hin? Oh nein. Warum wurde ich nicht eingeladen? Fang nicht wieder schon mit diesem Scheiß an. Du tust das jedes Mal. Leute, das Portal bricht zusammen. Claire, nicht jetzt. Hört doch auf, euch zu streiten, Jungs. Zurück, Blue. Jungs. Claire, halt deinen Mund. Können so nicht weitermachen. Es ist vorbei. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Ende der Diskussion. Ende der Diskussion? Nein, 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 das denke ich nicht. Claire schläft. Oder was? Mami? Daddy? Ethan? Oh. Ich verstecke mich unter der Bettdecke. Irgendwas kommt aus dem Schrank raus. Um 3 Uhr 4. Wieso bin ich jetzt aufgestanden? Das wollte ich doch gar nicht. Oh nein. Lass dich nicht öffnen. Oh. Irgendwas habe ich in die Dunkelheit gezogen. Wow, okay, das Spiel fängt cool an. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Mom? Dad? Will ich zurückgehen? Ist das ein Albtraum oder was? Sieht so aus. Ich hoffe es doch. Und der Fernseher läuft natürlich. Mom, Dad, Ethan? Okay, ist eine Tür, aber ich glaube. Erstmal weiter. Riesige Motten an der Wand, hä? Hey, dieses Auto ist weg. Wahrscheinlich auch nicht zu Hause, liebe Claire. Wenn du dann Claire bist, was ich ja mal stark denke. Ich brauche Mama und Papa. Aber ein sehr großes Haus hat die.
Ethan, lass mich rein! Ethan, bitte wach auf! Hört ihr dieses komische Geräusch? Ich habe eine Notiz gefunden. Und jetzt? Oh. Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir zwei Dinge. Als erstes hätte ich gerne den blauen Harmoniebären. Claire lässt mich nicht damit spielen, bis ich ihr einen besorge. Bitte bring mir den größten, den du finden kannst. Ich wünsche mir außerdem, dass Papa nicht mehr so lange weg ist. Claire und ich vermissen ihn. Und ich denke, Mami vermisst ihn auch. Danke, Santa. In Liebe, Ethan. Hallo? Okay. Da ist gar nichts drin. Uhr 33, das ist aber eine merkwürdige Uhr. Oh. Hier ist nichts mehr außer dieser Tür. Warum schwebst du? Mami, Daddy, wo seid ihr? Und es ist kopfüber da vorne alles. Wenn man wollte, wie könnte man das Spiel pausieren? Anscheinend gar nicht. Ja, Süße, alles wird gut. Ich sollte hier nicht mehr einschlafen. Ist sie in einem Krankenhaus? Meine Albträume geraten außer Kontrolle. Geht es dir gut, Mom? Naja, du siehst zumindest gut aus. Scheiße, ich habe die Hausaufgaben vergessen. Ich werde auf jeden Fall diesmal nicht durchfallen. Sorry. Sieht ja jetzt viel älter aus. Die sieht ja viel älter aus. Ich dachte, das wäre ein kleines Mädchen. Aha. Das ist nämlich verdammt laut. Ein Kaffee wollen sie mal. Tihi. Lanterns mark rooms where progress can be saved. Okay. Ein Spiegel wie bei Evil Within? Oh, tatsächlich. Wird es aber jetzt nicht als Lantern erkannt. Sie hüpft auf jeden Fall lustig. Da ist jemand drin. Ich sollte sie vielleicht nicht stören. Eine Batterie gefunden. Nicht Duracell. Maxell. Süß. St. Barbara Krankenhaus. Okay. Ich laufe mich hier komplett genauso wie... Wie hieß dieses komische Spiel nochmal, was ich einmal angefangen habe und nie zu Ende gespielt habe? Ist auch pixelated. Oh je. Nachts ist es hier immer so still. Der gute Kaffee ist unten. Ich muss auf jeden Fall... Da ist die Gummibärenbande tatsächlich. Tatsächlich wie die Gummibären, ne? Mann, es ist draußen dunkel. Und die Straßenlaternen aus?
Wieso auch immer hatte ich gerade eben so ein bisschen Night in the Woods-Feeling, obwohl das stylmäßig ja doch recht unterschiedlich ist. Kann man den anmachen oder mal da hüpfen? Nee. Wo ist denn der Elevator? Ah, da. Vielleicht sollte ich mich hier nicht aufhalten. Ich glaube lieber die Maxel-Batterien. Geht's denn hier noch weiter? Ich weiß jetzt, wo der Elevator ist. Oh, sind das Kinder oder Puppen? Zero Cola haben wir gefunden. Ah, cool, guck mal, hier geht's auch nicht weiter. Das heißt, wären wir direkt in den Aufzug, hätten wir das wahrscheinlich nicht gefunden. Ach, es war noch gar nicht der Aufzug, es war nur ein Schild, was zum Aufzug führt. Okay. Es ist verschlossen. Das sind diese Motten aus ihrem Albtraum. Und irgendwie ist da Blut. Ich weiß nicht genau, wo das hinführt. Besser so. Dann wollen wir mal. Ich habe kein gutes Gefühl über der Sache. Dämliches altes Haus. Ach, beruhig dich, Claire. Wer ist da? Huh? Aufgelegt. Ich brauche wirklich Kaffee. Das ist noch so ein Wheelchair. Das Geräusch hat mir nicht ganz gefallen. Vielleicht kann man sich da healen oder so. Aber ich glaube, Exit war nicht richtig. Sehr leeres Krankenhaus. Da ist echt gar nichts los. Hier ist die Cafeteria. Da ist schon wieder so ekliger Scheiß. Eine lange Nachricht über jemanden, der Seife gestohlen hat. Ich habe keine Ahnung. Mal schauen. Karamellcreme, Mini-Marshmallows. Das hört sich gut an. 3:35 Uhr. In 2 Stunden muss ich den Bus nehmen. Ich soll zurück zu Mom gehen und diesen Essay schreiben. Ich vermisse es, mal im eigenen Bett zu schlafen. Okay, es das heißt, diese Claire ist jetzt hier bei der Mutter und passt da auf, hat aber gleichzeitig noch Schule. Es ist 3:30 Uhr morgens. Und sie hat auch ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Ich gucke aber erstmal hier. Ich weiß, dass ich nach oben muss, aber. Okay, da darf man gar nicht hin. Das ist zumindest anders, wird man da healen oder so. Sehr komische Geräusche. Aber wo sollte ich denn mal den Essay drüber schreiben? Scheiße. Habe ich es ernsthaft zu Hause vergessen? Hä? Das ging ja schnell. Sieht aber nicht aus, als wäre es die richtige Etage. Hab von dem falschen Knopf getroffen. What the fuck? Was war das denn? Das Licht wird immer weniger. Bitte hilf mir! Warum kann ich mich bewegen? Was ist dieses Ding? Lass mich los! Stopp! Und die hilft mir. Wie? Wo kommst du denn her? Einfach so scheiße laut.
Ich hoffe, es geht jetzt besser. Ich will natürlich nicht, dass das total alles übertönt und ich dagegen anschreien muss. Was ist das hier? Wieso sind hier überall Kerzen? Mein Handy ist weg. Alles, was ich habe, ist dieses Feuerzeug. Du hast mich gerettet. Wo bist du hergekommen? Was macht ein Hund in einem Krankenhaus? Naja, ist ja auch egal. Wir sind hier nicht sicher. Du folgst mir, aber lauf bitte nicht weg. Ich kann nicht wirklich viel sehen, nur mit diesem Feuerzeug. Wir müssen irgendwie die Lichter wieder anschalten. Okay. Bau, bleib schön in der Nähe. Ich habe ein bisschen Schiss vor diesem Platz. Hallo, ist da jemand? Hallo. Dark Hall. Das ist schön. Wow. Guter Name. Oh, da kommen diese Motten raus. Ich sehe überhaupt nichts. Scheiße, wir brauchen auf jeden Fall. Ja, eine Taschenlampe. Und halt hier rein. Ist gar nicht, wo wir sind. Ah, was ist das denn? Ein fliegendes Auge. Ach Quatsch. Echt? Bin ich hier gerade vorbeigelaufen? Okay, im Geschenkeladen sind nur ganz viele gruselige Puppen. Happy Sun Cola. Ich sehe überhaupt nichts. Sieht es nicht einfach extra dunkel aus? Oder sogar noch dunkler? Obwohl es Nacht ist? Wo sind denn alle? Hast du was gefunden? Eine Taschenlampe! Jetzt können wir den Weg nach draußen suchen. Aber du solltest trotzdem in der Nähe bleiben. Du weißt, so ist es natürlich sicherer für beide von uns. Du hast mich aber erschrocken. Swap your flashlight war das. Nee, your light source. Wechsle ich denn zum Leiter? Ach du Scheiße, das ist eine Map. Das wird ja lustig. Ah. Ich weiß nicht, wie ich dahin wechsle. Damit mache ich nur an und aus. Das ist wirklich von wo ich gekommen bin? Nee, aber hier kann man speichern. Wir gehen erstmal speichern. Sieht nicht so gut da drin aus. Nicht unbedingt. Speicher bitte, Spiel. Das Spiel sieht cool aus. Ich muss es echt sagen. Es sieht echt cool aus. Es erinnert mich sehr viel an Too Dark. Okay. Dr. Sam Müller hat also hier dieses Hospital gebaut. Da sind Ketten vor. Die müssen wir bestimmt wegkriegen. Was ist das? Ah, das hier. Where are you, John? I'm scared. Steht da John? Ich weiß nicht. Da steht nur, where are you? Jonah? Keine Ahnung. Noch eine Batterie. Ich brauche eine Schlüsselkarte. Super. Darin bin ich ja unglaublich gut in sowas finden, ne? Spiel. Giftshop, da waren wir gerade drin. Eine Notiz haben wir gefunden. Na? Lost. Wenn du das findest, dann bist du verloren. Genauso wie ich. Ich bin hier ein paar Tage lang ziellos umhergelaufen. Ich schreibe diese Notiz, weil ich Leute wissen lassen möchte, wo ich bin. Und ich habe Angst, dass ich vergessen werde. Ich sollte wirklich von dem Anfang anfangen. Ich habe keine Ahnung, wie ich hergekommen bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wohin ich gehen soll.
Das, da waren schon mal andere Leute. Sollen wir ins Klo? Ey, ist ja dunkel. Okay.